Ein Futterbackentanz, ein verdeckter Schrecken, ein Bombenflugzeug im Kampf gegen einen Drachen. Diese Trailer wurden von Millionen geliebt, die eigentlichen Filme nicht so sehr. In einer Ära der unnötigen Fortsetzungen ist es eine Überraschung, dass Zoolander 2 so lange gebraucht hat. 15 Jahre nach dem ersten Teil, der sich von einer Kassenbombe zu einem kultigen Komödienklassiker entwickelt hat, war das Publikum bereit, Blue Steel wieder über die Leinwand flimmern zu sehen. Dann tauchte der Trailer auf und er war großartig. Alle unsere Lieblingscharaktere waren wieder da. Benedict Cumberbatch sah aus wie ein androgyner Außerirdischer. Mogates Haare sahen frisch wie eh und je aus und wir durften sogar sehen, wie Justin Bieber ermordet wurde. Dies war die triumphale Rückkehr der Nostalgie der frühen 2000er Jahre. Mit 22 Millionen Views und 87.000 Likes auf YouTube war die Welt eindeutig bereit. Old LeMay? Und dann haben wir den Film gesehen. Er war okay. Es gab nicht viel zu lachen und der Film ritt nur auf einer Welle der Nostalgie und bot nur Abwandlungen der gleichen Witze aus dem ersten Film. Ehrlich gesagt hätten wir es wissen müssen, als wir im Trailer sahen, wie Mugato wieder Kaffee auf seinen Assistenten schüttete. Alle im Film sahen gelangweilt aus, sie gingen einfach nur zur Tagesordnung über und kein noch so großer Auftritt von Justin Bieber konnte den Film retten. Selbst der Magnum-Look konnte die schlechten Kritiken nicht aufhalten. Jeder vergaß den Film innerhalb einer Woche und die Hoffnung auf weitere Fortsetzungen verpuffte schneller als ein Unfall mit Benzin. In der Vor-YouTube-Ära war es schwierig, Filmtrailer zu sehen. Man musste wissen, zu welchen Filmen die Trailer gehörten und hoffen, dass im Kino die richtigen gezeigt wurden. Als der Trailer für Die dunkle Bedrohung erschien, waren die Fans so begeistert, dass sie Karten für andere Filme kauften, nur um den Trailer zu sehen und danach nicht einmal für den Film blieben. Während des gesamten Novembers 1998 waren die Kinosäle für Filme wie Das große Krabbeln ausverkauft und die Sitze blieben leer, noch bevor die ersten Titel liefen. Star Wars war wieder da. Ungeachtet dessen, wie das Endprodukt ausfiel, war der Die dunkle Bedrohung-Trailer verdammt gut. Die Eröffnungsaufnahme eines nebelverhangenen Sumpfes, in dem das Force-Thema klingt, ist immer noch atemberaubend. Alle Bilder sehen so fantastisch aus und selbst die unbeholfenen Yoda-Sprüche wirken episch. Der Film ist so gut, dass man fast Lust bekommt, sich noch einmal Episode 1 anzusehen. Fast. Niemand muss daran erinnert werden, wie der Film tatsächlich ausgefallen ist. Mittlerweile hat er Meme-Status als Symbol für unglaubliche Enttäuschung erreicht. Now this is Pod Racer. Wale stehen nicht gerade ganz oben auf der Liste der Dinge, die ich in Filmen sehen möchte, aber Im Herzen der See sah so aus, als ob er bereit wäre, das für uns zu ändern. Dieser Trailer hatte alles. Wunderschöne Filmaufnahmen, coole Spezialeffekte, ohne das Monster zu enthüllen, und Thor, der einen Speer in der Hand hält. Was gibt es da nicht zu lieben? Der Trailer war so gut, dass ihn 4,7 Millionen Menschen gesehen haben. Viele von ihnen wussten nicht einmal, dass sie einen Walfangfilm sehen wollten. Es stellte sich heraus, dass die einzigen guten Dinge über den Film im Trailer zu finden waren. Chris Hemsworth, Cillian Murphy und Brendan Gleeson sind talentierte Schauspieler. Ron Howard ist ein kompetenter Regisseur, der weiß, wie man eine interessante Geschichte aufbaut, aber der Film hat nie eine emotionale Verbindung zum Publikum aufgebaut. Der größte Teil des Films bestand nur aus Figuren, die sich gegenseitig anschreien. Und da keine der Figuren vollständig entwickelt wurde, war der Film letztlich nur eine Plackerei. Alles, was er tat, war zu beweisen, dass nicht einmal Chris Hemsworths wogende Muskeln und sexy Haare ein fades Drehbuch retten können. Etwas, das wir bereits aus Thor: The Dark Kingdom hätten wissen müssen. Die meisten Filmtrailer sind nur zusammengewürfelte Szenen aus dem Film, aber einige wenige sind so gekonnt gemacht, dass sie für sich allein schon ein Kunstwerk sind. World Invasion Battle Los Angeles hatte einen solchen Trailer. Er begann mit Aufnahmen von UFO-Sichtungen auf der ganzen Welt und bot uns ein Fest der besten Bilder aus dem Film, unterlegt mit Johan Johansons eindringlichem Part 5. Der Film sah atemberaubend aus, war aber auch sehr realistisch und versprach eine Mischung aus Der Soldat James Ryan und Independence Day. Der Film sollte das Genre der außerirdischen Invasion neu erfinden. Zumindest haben wir das erwartet, doch in Wirklichkeit war World Invasion Battle Los Angeles ein fader Mischmasch aus müden Tropen, aus Kriegs- und Science-Fiction-Filmen. Die Action-Szenen waren in Ordnung und die Geschichte der außerirdischen Invasion war einigermaßen interessant. Aber sonst gab es nicht viel zu erzählen und alle coolen Teile des Films waren im Trailer zu sehen. Der Trailer war sogar so gut, dass Edge of Tomorrow 2 Jahre später das Gefühl des Trailers kopierte, nur dass der Film dieses Mal tatsächlich hielt, was der Trailer versprach. Aber eins muss man DC lassen. Der Trailer für Batman vs. Superman ist einfach super. Er wurde 57 Millionen Mal angesehen und 332.000 Mal hochgevotet, wobei viele der Ablehnungen erst nach der Veröffentlichung des Films kamen. Es ist leicht zu verstehen, warum die Leute diesen Trailer lieben.
Batman sieht fantastisch aus und ihn zusammen mit Supes zu sehen, macht alles schwindelig. Die Voiceovers zeichnen ein erschreckend realistisches Bild davon, wie die Menschen reagieren würden, wenn Superman unter ihnen leben würde. Wir würden nicht nur Händchen halten und unseren außerirdischen Retter lieben. Viele Menschen wären entsetzt. Auch wenn dies technisch gesehen ein Thema des Films war, überschattete die Licht- und Prügelshow leider alles andere. Zack Snyder hat ein Auge für Storyboard-Design und das sorgt für tolle Trailer. Solide Filme hingegen sind eine ganz andere Geschichte. Tron aus dem Jahr 1982 wurde an den Kinokassen überrollt, erlangte aber in den darauffolgenden Jahren Kultstatus. Ein verspäteter Erfolg, den Disney 2010 mit dem stylischen, von Daft Punk unterlegten Tron Legacy zu nutzen versuchte. Jahrzehnte nach dem Misserfolg des Originals hat sich das Studio bemüht, Tron wieder trendy zu machen, und mit dem tollen Trailer ist ihnen das auch fast gelungen. Es gibt so viele Dinge, die man an diesem Trailer lieben kann. Er zeigt genug vom Film, um das Interesse des Publikums zu wecken, ohne zu viel zu verraten. Die Musik ist großartig und all das helle, einfarbige Neon sieht verdammt gut aus. Mit 14 Millionen Views und Zehntausenden von Upvotes war die Welt bereit für eine Tron-Fortsetzung. Wir müssen zugeben, dass der Film nicht schlecht war, aber er war auch nicht großartig. Sicher, er war hübsch, aber die Optik kann einen Film nur bedingt voranbringen. Irgendwann muss eine interessante Geschichte das Publikum bei der Stange halten und das ist bei Tron Legacy nicht geschehen. Trotz des ausgezeichneten Trailers gelang es dem Film nicht, die Kritiker zu überzeugen oder das Franchise neu zu starten. Selbst heute erinnern sich die Leute nur wegen des Soundtracks an den Film und vielleicht ist das die beste Art, den zu betrachten. Ein überlanges Daft Punk Musikvideo. Wenn wir eine Liste der Zutaten für einen coolen Film aufstellen sollten, dann findet man die meisten von ihnen im Trailer zu Sucker Punch. Hundekämpfe im Ersten Weltkrieg, Drachen, Maschinengewehre, Grabenkämpfe, B-25-Bomber, attraktive Mädchen, die mit Gewehren kämpfen, Zeppelin-Abstürze. Dieser Trailer hat alles. Warum kämpfte das Bombenflugzeug gegen einen Drachen? Wen interessiert das schon? Es sieht cooler aus. In den Tagen vor den DC-Filmen war es hilfreich, Zack Snyders Namen mit einem Projekt zu verbinden, um einen Hype aufzubauen. Nach dem Erfolg von 300 waren wir bereit, Snyder in einer düsteren, moderneren Welt zu sehen. Und wenn der Trailer irgendetwas verrät, war Sucker Punch bereit, das Action-Genre neu zu definieren, indem er Steampunk in den Mainstream brachte. Mit einem Budget von 82 Millionen Dollar hat Sucker Punch im Inland nicht einmal die Hälfte der Investitionen des Studios wieder hereingeholt, obwohl er im Ausland einen Großteil der Differenz wieder wettgemacht hat. Vernichtende Kritiken und Vorwürfe des Sexismus vergifteten den Film schon früh, so dass ihn niemand mehr sehen wollte. Prometheus ist nicht schrecklich, aber was den Film letztendlich so enttäuschend gemacht hat, ist, dass der Teaser-Trailer dieses Alien-Prequel-Side-Story wie den coolsten Science-Fiction-Film aller Zeiten und eine bahnbrechende Rückkehr zur Form für Regisseur Ridley Scott aussehen ließ. Der erste Trailer schafft es erstaunlich gut, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen der Gewöhnung des Publikums an Dinge, die wir kennen, und der Einführung neuer Elemente. Der Name wird genau wie bei Alien eingeblendet und wir erhaschen flüchtige Blicke auf alle Merkmale des Originalfilms. In nur einer Minute werden atemberaubende neue Bilder gezeigt und gleichzeitig ein bedrohliches Mysterium geschaffen. Das ist eine Meisterklasse der visuellen Erzählung. Wie wir schon sagten, hassen wir den Film nicht, aber er erreichte nie die gleichen Höhen wie Alien. Irgendwie fühlen sich die Geheimnisse hier weniger tiefgründig an. Prometheus hat das Pech, das Ausgangsmaterial nicht wirklich zu verbessern, aber es auch nicht zu zerstören. Es ist im Grunde das After-Dinner-Minze der Alien-Franchise. Angenehm im Moment, aber völlig vergessbar, wenn man fertig ist. Nach dem Trailer zu urteilen, hätte es jedoch viel, viel mehr sein können. Wie bei guten Trailern für schlechte Filme üblich, ließ dieser erste Promo-Clip den Film viel tiefgründiger aussehen, als er tatsächlich war. Mit langsamer, eindringlicher Musik, traumhaften Bildern und einem bedrohlichen Voice-Over sah der Film so aus, als würde er endlich den dunklen Ton treffen, den DC anstrebte. Jared Leto war herrlich gruselig als Joker und Margot Robbies Harley Quinn sah aus, als wäre sie direkt einer Comicseite entsprungen. Nach Deadpool waren wir alle bereit für einen weiteren Superheldenfilm, der sich an Erwachsene richtet. Was konnte da schiefgehen? Mit einem Wort, die Postproduktion, bei der der Film so weit bearbeitet wurde, dass er nicht mehr zu verstehen war. Der Handlung von Suicide Squad zu folgen war fast unmöglich und keine noch so gute Darstellung von Jared Leto konnte den Film retten. Von allen Zack Snyder-Filmtrailern auf unserer Liste tut dieser am meisten weh. Der dritte Trailer für Man of Steel könnte der beste sein, der je gemacht wurde. Er ist perfekt. Der Trailer beginnt mit langsamer Klaviermusik, zerrt an unseren Herzen, erfüllt uns mit Staunen und ist zu Tränen rührender, als es ein Werbespot für einen Film je sein darf. Jeder, der keine Gänsehaut bekommt, wenn Superman sich in die Luft erhebt, sollte seinen Puls überprüfen.
Die Musik baut perfekt auf den Moment auf und der makellose Schnitt treibt den Trailer zu seinem aufregenden Höhepunkt. Wirklich, es ist ein Minifilm. Schade, dass der ganze Film dem nicht gerecht wird. Aber es gibt den Trailer und es lohnt sich, ihn noch einmal anzusehen. Wir stellen uns immer noch gerne vor, dass Man of Steel nie herausgekommen ist und dies für einen besseren Superman-Film ist, der noch in Produktion ist. Bitte, DC, gebt uns etwas so Gutes wie diesen dreiminütigen Kurzfilm. Das Monsterverse-Franchise von Warner Brothers und Legendary Pictures hat schon immer bessere Trailer als Filme gemacht. Vom ersten Godzilla-Teaser, der die coolste Szene des ganzen Films enthüllte, bis hin zu dem unglaublichen rhythmischen Kong Skull Island-Trailer, der vom Trailer zu Park Chan-wooks Die Taschendieben inspiriert war. Der Godzilla King of the Monsters von 2019 ist nach übereinstimmender Meinung der Kritiker der bisher schlechteste Film der Reihe. Und doch sah der Trailer wie ein potenzielles Meisterwerk aus. Monsterfilme wie diese eignen sich natürlich hervorragend für Trailer, da die Trailer die Hauptattraktionen, die Monster, in den Vordergrund stellen, ohne sich in den oft mittelmäßigen menschlichen Aspekten der Geschichte zu verzetteln. Der King of the Monsters Trailer ist besonders beeindruckend durch die Verwendung der Claude Debussy-Komposition Clair de Lune. Die klassische Musik steht in kreativem Kontrast zum Bombast der Bilder und erzeugt ein Gefühl der emotionalen Transzendenz. Die eigentliche Filmmusik ist genauso bombastisch wie die Action, aber das Ergebnis war eher Kopfschmerzen verursachend als wirklich spannend. Nicholas Winding Refn Filme eignen sich gut für irreführende Trailer. Der Trailer für Drive wurde sogar Gegenstand einer Klage wegen falscher Werbung von einer Frau, die einen Actionfilm im Stil von Fast and Furious erwartete, statt eines langsamen atmosphärischen Dramas. Doch der Film aus dem Jahr 2011 wurde zu einem Favoriten von Kritikern und Filmfans gleichermaßen. Nicht so bei Only God Forgives, Refns Fortsetzung von 2013 mit dem Schauspieler Ryan Gosling. Während Drive Refn in Cannes den Preis für die beste Regie einbrachte, wurde Only God Forgives 2 Jahre später auf dem gleichen Festival mit Buhrufen begrüßt. Vom Trailer her sah Only God Forgives wie ein großartiger Martial Arts Film aus. Der eigentliche Film ließ Drive im Vergleich dazu wie einen Nonstop Thrill Ride aussehen und steigerte alles, was seinen Vorgänger für den Mainstream befremdlich machte, wie die langen Schweigepassagen und die sporadischen Ausbrüche extremer Gewalt, ohne die ansprechende Geschichte und den soliden emotionalen Kern, die Drive seinen Kultstatus verliehen. Dave Calhoun von Time Out schrieb: Stil über Substanz sagt nicht die Hälfte. Man kann eine Leiche in grooviges Licht eintauchen und sie in einen teuren Anzug kleiden, aber am Ende wird der Verwesungsgeruch einfach nicht verschwinden. Als Superman Returns 2006 in die Kinos kam, sagten selbst diejenigen, die den Film mochten, dass der beste Teil der Erfahrung darin bestand, den Trailer für Spider-Man 3 zu sehen. Sam Raimis vorherige Spider-Man-Filme gehörten zu den besten des gesamten Superhelden-Genres und dieser Film sah aus wie die Krönung all dessen, was die Reihe erreicht hatte. Zwischen der Intensität der Szenen im schwarzen Anzug, den atemberaubenden Spezialeffekten für Sandman und dem Versprechen, dass sich Peter Parkers Romanze mit Mary Jane Watson und seine Freund-Feind-Beziehung mit Harry Osborn auszahlen würden, sah Spider-Man 3 wie das Must-See-Event des Sommers 2007 aus. Der eigentliche Film konnte diesem Hype nicht gerecht werden. Spider-Man 3 entpuppte sich als ein Chaos, vollgepackt mit zu vielen Handlungssträngen und Schurken, die nicht alle die Aufmerksamkeit bekommen konnten, die sie verdient hätten. Raimi wollte nicht einmal, dass Venom im Film vorkommt, wurde aber von Produzent Avi Arad unter Druck gesetzt und dieser Mangel an Interesse zeigt sich im fertigen Produkt. Raimi beschrieb den Film später im Nerdist-Podcast als furchtbar. Der Hass auf Spider-Man 3 kann in manchen Kreisen übertrieben sein. Dieser zutiefst fehlerhafte Film hat immer noch einige Highlights in Sachen Action und Humor, aber die schiere Enttäuschung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Now dig on this. Ben Stillers Verfilmung von James Thurbers Kurzgeschichte Das erstaunliche Leben des Walter Mitty aus dem Jahr 2013 ist der Inbegriff eines misslungenen Oscar-Köders. Nach der Regie von Tropic Thunder aus dem Jahr 2008, einer wilden Satire auf die Preisverleihungssaison, die dem Hauptdarsteller Robert Downey Jr. sogar eine Nominierung einbrachte, schien Walter Mitty eine ernstere und inspirierendere Richtung einzuschlagen, ohne dabei den Humor zu vernachlässigen. Der erste Trailer zum Film, unterlegt mit dem Song Dirty Paws von Of Monsters and Men, machte den Eindruck, als ob Stiller dies gelingen würde. Der Trailer beginnt mit Walter Mittys alltäglicher Routine auf dem Weg zur Arbeit beim Live-Magazin und verwandelt sich bald in ein surreales und episches Abenteuer, bei dem die Bilder auf den Titelseiten der Magazine zum Leben erwachen. Es ist ein wunderschöner Trailer. Während der Film selbst visuell genauso atemberaubend war wie versprochen, erwies sich die Erzählung letztendlich als unbefriedigend und zu sentimental.
Bilge Everiss, Kritik für Vulture, verkündete: "Exquisit produziert, tadellos gespielt und durch uninteressant ist das erstaunliche Leben des Walter Mitty ein perfektes Nichts von einem Film." Mark Mohan von The Oregonian war ähnlicher Meinung und schrieb: "Der Film ist wunderschön gedreht, aber er ist auch ein unverhohlen manipulatives Stück Schmiere. Dies war nicht das Preisverleihungsspektakel, als das es geplant war." Die Indie-Kuriosität Escape from Tomorrow von Autor und Regisseur Randy Moore aus dem Jahr 2013, ein Horrorfilm, der undercover in den Disney-Themenparks gedreht wurde, ist die Art von Film, die in der Theorie viel unterhaltsamer klingt als in der Ausführung. Es ist keine Überraschung, dass er als einminütiger Trailer viel besser funktioniert als ein 90-minütiger Film. Anstelle des typischen MPAA-Haftungsausschlusses beginnt der Trailer mit der Ankündigung: "Der folgende Film wurde von der Walt Disney Company nicht für alle Zuschauer freigegeben." Die Schwarz-Weiß-Kamerabilder von Disney-Attraktionen mit surrealen Wendungen werden von Pressezitaten unterbrochen, die betonen, wie erstaunlich und unglaublich es ist, dass dieser Film gedreht wurde. Bemerkenswert ist, dass in diesen Zitaten nicht wirklich von der Qualität des Films die Rede ist. Nachdem der Schock und die Ehrfurcht der ersten Sundance-Premiere abgeklungen waren, waren die Kritiker deutlich weniger beeindruckt. Der Kritiker der New York Times, A.O. Scott, schrieb: "Nichts davon ist so beängstigend oder so witzig, wie es sein sollte. Und was als schlauer Daumen im Auge der Konzernmacht beginnt, endet als verworrene und amateurhafte Hommage an David Lynch." Lange bevor Filmliebhaber die Nase voll davon hatten, dass Disney Live-Action-Remakes seiner Zeichentrick-Klassiker herausbringt, klang die Idee eines Alice im Wunderland-Films unter der Regie von Tim Burton potenziell wunderbar. Burton ist am besten, wenn er sich in seltsamen Bildern austoben kann, und die klassischen Kinderbücher von Lewis Carroll scheinen die ideale Spielwiese zu sein, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, ohne sich über seine relativen Schwächen bei konventionellen Plots Gedanken zu machen. Natürlich sah Alice im Wunderland von 2010 in den Trailern, die das erwartungsgemäß beeindruckende Produktionsdesign und die Spezialeffekte hervorhaben, fantastisch aus. Trotz dieser visuellen Stärken widersprach der eigentliche Film jedoch dem Geist seiner Vorlage, indem er sie in eine schmerzhaft generische Auserwählten-Erzählung verwandelte. Im Grunde wurde alles, was an dem Film reizvoll war, in der Werbung präsentiert, und alles, was im Kino an Überraschungen übrig blieb, waren so unsympathische Anblicke wie der Futterwackentanz des verrückten Hutmachers. Wonder Woman 1984 war einer der am sehnlichsten erwarteten Filme des Jahres 2020 und endete als einer der schlechtesten und sicherlich enttäuschendsten. Der Trailer hat den Film hervorragend verkauft, indem er die Girl-Power-Action, die Patty Jenkins Wonder Woman von 2017 so erfrischend machte, mit einem neuen, farbenfrohen und nostalgischen 1980er-Jahres-Setting und Stil kombiniert hat. Wie könnte man sich von dem Remix von Blue Monday von New Order nicht mitreißen lassen? Dass die fragwürdigen Handlungselemente des Films nicht enthüllt werden müssen, lässt alles besser aussehen, als es war. Wenn der neue Bösewicht Max Lord im Fernsehen davon spricht, dass man alles bekommt, was man will, könnte man meinen, es handele sich eher um einen Kommentar zu den Exzessen des Kapitalismus der 80er Jahre als um einen albernen Dreamstone-Handlungsstrang. Life is good. But it can be better. Wenn der Trailer zeigt, wie Steve Trevor von den Toten aufersteht und sich wieder mit Wonder Woman vereint, würde man nicht einmal vermuten, dass ihre Romanze die Verletzung der Einwilligung eines völlig Fremden beinhalten würde. Aber ja, das gab es tatsächlich im Film.